Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei One Piece Pirate Warriors 3 mit mir, dem Goro, bei Kapitel 4, Episode 3, die Entscheidungsschlacht. Das ist die Schlacht vorne mit Blackbeard und Whitebeard und Bucky oder Crocodile, wäre natürlich witzig. Was ist das? Großpirat-Status. Trickser, Großpirat-Status hat er. Oh, wir können Marco nehmen. Das ist schon awesome, Marco zu nehmen. Marco wäre schon super, aber ich glaube nicht, dass wir mit Marco gehen. Ich glaube, wir gehen mit Ruffy. Können Sie noch mal ein kleines Berry-Wachstum gönnen. Welches Level muss man hier sein? Steht das da nicht? 34? Und ich kann nur... Was denn? Verwenden wir noch ein paar Münzen. Die haben wir auf jeden Fall. Tja, oder auch nicht. Die Magellan-Münzen haben wir. Ein paar Gartmünzen auch noch. Ein paar Minotaurus-Münzen. Okay, ich muss echt nochmal ins Impel Down. Santa Maru haben wir ja ein paar Mal besiegt, das passt. Ivankov. Okay, Brook haben wir. Brookutas! Und. Ach, schade, das haben wir. Wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, nochmal ein paar Hanya-Ball. Den haben wir auf jeden Fall. Und. Moria. Das ist sehr gut. Da haben wir nochmal mehr Platz für Slots. Hier für Spezialslots. Law, Hordy und Hancock. Corbinus. Na gut, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Verteidigung. Dann sollten wir auch alle verteilt haben jetzt. Mehr geht ja nicht. Okay, setzen wir Siegel mit Ruffy. Auf zur Entscheidungsschlacht. Whitebeard gegen die Marine. Ich rette Ace. Ivankov, Crocodile, Jinbei など名だたる囚人たちを巻き込んでインペルダウンを脱出したルフィは海軍船を乗っ取りエースの処刑が行われる海軍本部マリンフォードを目指した一方マリンフォードではエース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していたエースは新世界に君臨する四皇の一角白ひげ海賊団の2番隊隊長であり白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ海戦に先立ち海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始めその中でエースの驚くべき出自を明かすエースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである衝撃の事実に海兵たちがどよめく中マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた湾内海底に影が俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららららららら。ちょっと待ってな、エース。勢力で上回ろうが勝つと鷹をくくるなよ最後を迎えるのは我々かもしれんのだ世界を滅ぼす力を持っているんだうらら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 ら ナイスエイジ
Aokiji, Wakazo ga. Hiroyuki! Naze omae ga Hiroyuki o kabau? Yappari kono ossan ga Hiroyuki ka. Ja, tei dasu na. Ace wa kono ossan o kinitte nda. Kozo, sono mugiwara boushi. Akagami ga mukashi kabutte ta yatsu ni yoku niteru na. Osan, Shanks shitte no ka? これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな！俺は知ってんだぞ。お前、海賊王になりてんだろ！海賊王になるのは俺だ！そんな生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。Alles klar, suche das Schafott auf und rette Ace. Ruffy und Whitebeard erlangen Kontrolle von den Kriegsschiffen. Na, dann geht's ja los. Was gibt's hier sonst noch? Besiege mit Ivankov. Bekämpfe mit Ruffy, nachdem du erreicht hast. Bekämpfe mit Buggy. Okay. Nein. Los geht's. Mit Ruffy sind vorher noch richtig geile Kämpfe eigentlich gewesen. Ist ein bisschen schade, dass die leider nicht da sind. Es ist auch ein bisschen schade, dass man... Der sieht aus wie dieser Schuh, der das Zorro-Schwert zerstört hat. Buggy ist dazu gekommen, um es zu tun. So, das ist schon mal gut. Whitebeard, ich helfe dir. Okay. Da ist Tashigi. Dann geht's jetzt los, Tashigi hier. Zeig ich dir mal, wo die Waffe liegt. Flucht? Kann mich verarschen hier, der erste ist schon geflüchtet. Er ist Aces Stiefbruder, das ist auf jeden Fall richtig. Hier jetzt nochmal eine Rifle, ey. Zack! Ich bin Whitebeard. Das ist ja schön für ihn. Das ist auf jeden Fall ein cooler Krieg gewesen hier. Wenn ich das mal so kurz sagen darf. Weil heute auch so viele der Marine dabei waren. Und jetzt alle nochmal mit einer Rifle hier. Wir müssen das Ding hier unter Kontrolle bringen. Ruf mich einfach, sagt er. Das war nicht schlecht. Als Marineoffizier musst du was machen, Tashigi? Auch nur zu nerven, würde ich was sagen. Flucht. Jetzt nochmal eine Rifle hier.
Los geht's, Whitebeard. Whitebeard bei uns auf der Seite. Wo ist Tashigi? Territorium eingenommen, ist nice. So, diese alle weg. Schade, dass man nicht springen kann eigentlich, fällt mir gerade so ein. Oder kann man das und ich weiß es noch nicht wie? Wie kann das schon wieder Flucht sein, ey? Alle weg. Zack, hier alle weg. Okay, einige Marinesoldaten hier haben es echt drauf. Wen haben wir noch so im Team hier? Marco, Marco, nice. Ist ja der erste Mart von Whitebeard. Ace ist ja nur der zweite. Hat er schon eins. Marco hat ja die Phönixfrucht gegessen. Beziehungsweise das heißt ja eine Kryptozoanfrucht. Mit dem Typ Phönix. Meine, die heißt Kryptozoan. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Back hier, Smoker. Aber hier ist zum Glück auch Lista. Ah, da macht Marco hier erstmal mit. Okay, gibt's hier was zu futtern drin? Schön wär's. Gibt's aber leider nicht. Das Vista. Gut, Marco ist da mit dabei. Wo ist Smoker? Wo ist natürlich das Piratenschiff hier? Wo ist Smoker da? Komm schon, Smoker, nicht so viel. Jetzt gönnen wir ihm nochmal einen Rifle hier. Smoker. Los geht's. Wo ist Smoker jetzt? Der Smoker, wenn er wieder unten steht, dann können wir ihm hier die volle Breitseite, würde ich fast sagen. Dem haben wir es gezeigt, ey. Hinten gab es noch was zu fressen, aber das ist leider weg. Wen holen wir uns als nächstes? Buggy ins Team? So, Buggy ist ja auch nicht allzu schlecht. Oh, Hancock. Wenn Buster hier ist. Jetzt nochmal ein Rifle. Ist Mihawk der Schild. Aber Buster kämpft eigentlich gegen Mihawk. Falkenauge. Yuzu.
Stimmt. Das ist der dritte Mart von Whitebeard. Und Yuzo hat die Diamantenfrucht. Das meint, wenn sie so erschienen ist. So, wenn Mihawk gegen den kämpft, ist das ja gar nicht so schlecht. Marco ist bereit. Komm schon. Das ist nice, da haben wir mit Buggy hier was Gutes geschafft. Okay, wir müssen hier durch. Wir müssen eigentlich die Werft Süd einnehmen, aber wir müssen hier... Mihawk bereitet einen Hieb vor. Jetzt geht's los. Kitsuna Rush. Schütze das Kriegsschiff. Wie soll ich das denn so schnell schaffen? Nur noch so viele Sekunden. Da drüben ist Mihawk. Da komme ich doch so gar nicht rüber, oder? Lass mich wenigstens hier drin kämpfen. Achso, Yuzo hat's geschafft. Na kommt schon, Leute, die nehmen wir alle mit hier. Beschütze das Kriegsschiff und öffne den Weg zum Schachbord. Okay, Yuzo ist auf dem Vormarsch. Und. Ach ja, da sind ja Morias Zombies. Der durfte ja trotzdem mitmachen, obwohl er auf dem Gesicht hat, weil das ja nicht offiziell war. Wir müssen das leider aufgeben, wir müssen hier zu den Zombie-Kommandanten. Die schnappen uns nämlich. Ich schnappe den hier drüben. Nehmen wir Mr. Free nochmal mit rein. Das müssen wir mal einnehmen hier. Alle jetzt erstmal umnocken. Oh, Kizaru. Eingenommen. Als nächstes was?
Oder so ist auf dem Vormarsch, alles klar. Hier ist eben Mr. Free. Was sagt Aoki? Nice, Territorium ist eingenommen. Okay, 50 Sekunden, ich denke, das wird schwierig. Aber nicht unmöglich. Denn wir machen hier mit allen. Machen wir einen großen Kitsuna Rush. Sehr gut. Das ist sehr gut, komm schon hier so. Lass die Sekunden, das solltest du wohl schaffen. Komm schon. Nur so. Hier vorne musst du hin. Yuzo, lauf doch. 10 Sekunden, wie kann er nur so langsam sein? Das gibt es nicht. Die Wegfindung ist ja für den Arsch. Wird er schaffen? Er schafft es nicht, oder? Okay, er hat es doch geschafft. Knapp. Boah, ich dachte kurz, er schafft es nicht. Okay, wir gehen hier rauf. Gibt es hier noch einen Marinesoldaten? Es gibt hier richtig viele, Mann. Die nehmen wir alle mit. Wir nehmen Marco. Nice, Yuzu ist drin jetzt. Nehmen wir natürlich Yuzu noch mit.俺も出る。こっちも一気に攻め込むしかねえ。ついてこい、野郎ども。俺たち参加の奴らも全員あんたには大恩がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。 白ひげが。 茶番劇やめちまえよ、白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ、仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。 バカな息子、それでも愛そう。ふざけんな、お前は俺たちの命よ。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな、みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら 信じる者は、てめえで決めろ。俺と共に来る者は、命を捨ててついてこい。俺は、なんてこと。海軍に騙されて。すまねえ、燃やせ。すまねえ、エース。泣くことが、報いることがよい。 エースを助けるんだ。なんとしても。そう、 wir wollen hier oben. Achso, wir sind hier schon drin. Kriegsschiff. 海軍め、卑怯な真似をしてくれ。
Das Sound ist jetzt das nächste, was angegriffen wird. Erstmal beschützen wir das hier oder nehmen wir das hier ein. Dauert noch ein bisschen. Oh, was war da los? Der Bildfehler? Territorium ist eingenommen, nice. Schon wieder Bildfehler. So, das haben wir alles geschafft. Hier ist noch dieser Piratenkapitän vor ihm, der Whitebeard zum Hinterrücks erstochen hat. Warte mal, da muss ich... Haben sie das Tor geöffnet? Mihawk. Kono chikara. Tsushimi wa senzo. Missionsupdate, besiege Mihawk. Ja, ist ja gut, dass wir Yuzo ausgewählt haben. Kommt, Leute. Die nehmen wir uns alle mit und dann haben wir mit Yuzo den super Angriff hier. Wo ist Mihawk? Falken Auge. Jetzt geht's los, Leute, und wir nehmen alle mit. Außer Whitebeard schon, ne? Ciao, Mihawk. So. Diesen Kampf überlasse ich dir. Das ist auf jeden Fall gut. Komm schon, wie ist da? Bist du erfolgreich, Leute? Oh oh. Jo, die sind alle zerstört, die Tore. Angeblich läuft alles nach Plan, ich bin gespannt. Mr. Freeze raus. Ah, genau, er wird nämlich Dings jetzt erstmal. Kizaru ist auch erschienen. Was soll ich denn machen? Ach, ich kann dadurch. Jinbei ist da erschienen. Nehmen wir Jinbei natürlich ins Team auf. Komm schon, Jinbei. Unterstütze mit Ruffy Jinbeis Plan. Komm, Jinbei, wo willst du hin? Jinbei, lauf doch! Komm schon, Jinbei! Das gibt's ja nicht. Nur weil Jinbei so langsam ist. Okay, Jinbei, ich lauf schon mal vor. Hier kann ich noch mal ein paar Leute klatschen. Natürlich machen wir, die da läuft. Yamada na, oi.
ist ein Zombie-Kommandant.何がおかしい？ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった。お前ら、俺から離れろ。やめろ。ドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義。 そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって？そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。 Tja, recht ist es. Beziehungsweise recht hat er. Boah, diese Zombie-Viecher hier sind auch immer echt ein bisschen nervig. Da können wir aber jetzt nochmal richtig reinklotzen. Dreck, wie viele da erschienen sind jetzt. Sehr gut, die sind weg. Jinbei! Jinbei hat hier vorne jetzt ein paar bisschen die Kacke am Dampfen. Gönnen wir uns natürlich. Du bist da sehr schön, okay? Die Frage ist halt, was soll ich machen? Ich kann nichts machen, ich kann mir einfach nur gegen die Küche kämpfen. So gut wie es geht. Und jetzt versuchen wir mal eine Heldenpower rauszuklatschen. Nice, Vista ist auf der Flucht. Fluchtversuch vom Buggy. Vista flieht. Dann war's das jetzt gleich. Was soll ich das denn machen, ey? Jetzt habe ich vergessen, wo Buggy ist. Flucht vom Buggy auch noch. Wir müssen Jimbys Plan unterstützen. Kann er nicht überall sein. Ich muss mit Jimbei gehen. So, er befindet sich auf dem Rückzug. Schnell, bevor es zu spät ist. Ja, Jinbei, ich bin auf dem Weg, aber du hast eben noch so lange gebraucht. Ich muss es ja so trödeln. Dass ich versucht habe, Vista und Buggy zu helfen. Ein Riese, den hauen wir natürlich um. Whitebeard darf nicht in Schwierigkeiten sein. Vor allem, weil er so weit weg ist. Gönnen wir uns nochmal eine Rifle. Oh,
So. Das lief ja noch ganz gut. Sag doch mal, Jinbei, wie läuft das jetzt hier ab? Die gönne ich mir als aller erstmal. Die gönnen wir uns auch nochmal mit einer schönen Rifle. So, befindet sich im Rückzug. Dann gehen wir hier jetzt rein. Hier müsste das Schafott sein. Beziehungsweise die zentrale Festungsanlage. Nice. Gesundheit voll. Und die ganzen Boys, die wir hier geschmettert haben. Das können wir natürlich noch verhindern. Ne, warte mal, wo ist Yuzo denn? Hier ist Whitebeard und Marco. Und wo ist Yuzo? Ach, da drin. Whitebeard, Yuzo, Jinbei. Na komm schon, Flamingo. Den nehmen wir mit. Gum gum. Yeah! Was hast du jetzt, Flamingo? Na, jetzt können wir noch einen Rifle mitgeben. Ich glaube, das reicht nicht. So, ich glaube, ich habe es jetzt gecheckt mit dem Anvisieren. Boah, Digga, Schatz hier. Fluchtversuch, nice. Wenn Whitebeard schon einen Fluchtversuch startet, dann läuft es auf jeden Fall. Ach, hier ist Moria. Sieben Samurai, die wir hier erstmal begrüßen. Moria kann er nicht. Schon, wir müssen ihn erstmal kurz auf Abstand halten. Was zu essen? Marco regelt das irgendwie hier. Shishi, brauchst du da gar nicht sagen. Blackbox, nice. Komm hier nicht raus. Das sollte wohl nicht reichen. Das sollte aber reichen für Maria.
Das ist dann wiederum schon ein bisschen nicer. So. Haben wir alles eingenommen hier. Fehlt nur noch das eine. Und da ist Kizaru. Noch einen besseren Schutz. Okay, wenn wir die jetzt hier nochmal die Basenkommandanten. Okay, sagen wir noch. Plätten. Ist leider nicht zu fluten. Na los, Kizaru, die ich nehme nochmal mit hier. Ein bisschen zumindest. Auch nochmal hier. Eine Rifle. Schade, die hat's nicht getroffen. Fluchtversuch von Whitebeard. Das muss man leider ernst nehmen. Weil er leider... Weil er leider nicht flüchten darf. Wer gibt mir neue Kraft? Okay, Marco hat wieder von Kisuna Angriff. Dass ich da mich treffen lassen habe, ist natürlich kontraproduktiv. Kizaru hier einfach, dass alles Blitze regnen lässt hier. Lichtblitze. Da ist unsere Base. Ich würde fast sagen, ich mach das Ding hier einmal auf. Weil er nichts zu essen. Hauen wir die nochmal um. Krieg die Sau. Dreck. Und wer gibt mir die Hilfe? Ich hoffe, das trifft jetzt. Ich brauche das Leben. Irgendwas muss das ja abziehen. Der Fluchtversuch bombardiert. Das ist nicht schön. Dass der jedes Mal auf der Flucht ist. Hilfe, sagt er. Naja, Hilfe ist ja egal. Wir brauchen Hilfe hier. Komm, Jinbei. Ich brauche noch Leben, Jinbei. Oh, was plant er jetzt? まだこのステージは早すぎるよ。
Das glaube ich nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Mit so wenig Leben? Das ist schon besser. Da kann man nochmal einen Kizuna-Angriff machen. Beziehungsweise so einen. Brauche ich gar nicht weiter kämpfen. Mit seinem Eisschwert ist er natürlich ein bisschen zu krass. Dass ich das nicht geschafft habe. Ganz schön enttäuschend. Jetzt muss ich ihm entkommen, dass das nicht passiert. Das gibt es nicht. Vielleicht treffe ich ihn jetzt, werde ich wahrscheinlich nicht. Vorher durch mich durch, ey. Au, Kiji ist so stark. Heile dich, ja. No shit. Was soll ich denn machen? Ist ja nicht so, dass ich es nicht versuche hier. Aber ich will den Kizuna-Angriff aufbewahren. Deswegen müssen wir das hier machen. Voll in die falsche Richtung. Zu dicht dran an ihm. Das ist zu gefährlich, Leute. Es ist zu gefährlich, aber so kriege ich ihn vielleicht nochmal. Alle noch mal hier ran. Sie alle noch mal auf ihn einschlagen. Und jetzt noch mal alle die Special Attack. Vielleicht hilft das. Okay, das könnte sogar das Ende werden hier von Rocky. Ich kann mich hier nicht heilen. Nicht mehr. Ich musste mich zu Anfang heilen. Und nun muss ich Aokiji mit der Attacke hier besiegen. So wie im Kizaru. Nun komme ich jetzt immer nicht raus. Da sehen wir, was passiert. Wie viel es abzieht. Ich bin schon im kritischen Bereich. Vielleicht hilft das jetzt nochmal. Okay, ich kann es nochmal einsetzen. Oh, zum Glück. Zum Glück reicht das. Zum Glück. だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。
ことか。だから言わんこふっちゃなしてみる。息はあんの麦わらボーイ。岩ちゃん、離せおっさん。俺はこいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの異性の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。Na, es war zu viel, um in ein Kapitel zu tun. War fast klar. Schade, fast. Wenn wir die Abschlusszeit noch ein bisschen geiler gehabt hätten, hätten wir nochmal Eis gekriegt. Das wäre dann schon richtig nice gewesen. Das schon nicht schlecht. Gut, dass Vista halt abgehauen ist und Buggy, das war natürlich ein bisschen fail. Marco Poster. So, die sind alle quasi... Level 1. Halt die Fresse, sind das für die Münzen, die wir gekriegt haben. Lassen wir natürlich noch nicht automatisch rein. Noch ein paar Berries gekriegt. Markus im freien Lock verfügbar. Neue Sachen im Berry Shop. Und als nächstes geht's halt weiter in der Entscheidungsschlacht. Und zwar das Ende des Krieges. Leute, ich bin gespannt. Level 36 wird angesagt. Hier ist aber die Archipel, muss ich nochmal machen. Das ist einfach traurig. Ja, nächstes Mal Ende des Krieges. Wir sind gespannt. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.